Ein paar einführende Worte zu Wolfgang Effenberger. Er ist Jahrgang 46, weiß vielleicht schon der ein oder andere. Er war 12 Jahre lang in der Bundeswehr, Pionieroffizier, und bekam dort Einblick in den General Defense Plan, also das ist der Hauptverteidigungsplan der NATO im Kalten Krieg. Dort hat er mitbekommen, was geplant ist, sollte es zum heißen Krieg kommen. Da weiß man heute, es wäre, oder er erfuhr es wäre Atommunition eingesetzt worden und in Deutschland wäre das Schlachtfeld gewesen entlang der DDR-Grenze. Seit dem Amtsantritt von Bush Junior 2001 schreibt Wolfgang Bücher zur amerikanischen Geostrategie und zur deutschen und amerikanischen Geschichte. 2004 publizierte er das erste Buch Pax America, ist mittlerweile vergriffen, wird zurzeit für mehrere hundert Euro gehandelt. Zusammen mit Willi Wimmer hat er 2014 Wiederkehr der Hasardeure geschrieben, wo er die Hintergründe des Ersten Weltkrieges beschreibt. Und Willi Wimmer konzentrierte sich auf die Parallelen zu heute, war damals der Ukraine-Krieg. Das neue Buch, Schwarzbuch EU und NATO, zeichnet die Geschichte der angelsächsischen Machtstrategien von 1880 bis heute nach und stellt die beiden Organisationen in einen strategischen Gesamtzusammenhang. Sind das Organisationen des Friedens oder dienen sie dem Herrschaftsanspruch über Europa und strategischen Eroberungsplänen der Vereinigten Staaten, ist heute die Frage. Viele wissen auch schon teilweise Antworten, aber der Wolfgang kümmert sich um Details und erörtert es mit uns. Einen kurzen Satz zum Vorwort im Buch. Professor Mückler, der das Vorwort zum aktuellen Buch schrieb, ist nicht nur Präsident der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich, sondern auch und vor allem Präsident des Dachverbandes aller bilateralen österreichischen Organisationen. Es ist also ein Wissenschaftler, der weltweit vernetzt ist und der die verschiedenen Sichtweisen mitbekommt. Sichtweisen, die in den westlichen Medien im Grunde nicht auftauchen. Liebe Sabine, dir ein ganz herzliches Dankeschön für diese wundervolle Einführung. Ja, besser geht's nicht. Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Auch an Sie ein herzliches Dankeschön, dass Sie so geduldig gewartet haben, bis wir hier die Technik am Laufen hatten. Und wir waren ja auch etwas spät dran. Sonst ist das eigentlich nicht so meine Art, weil ich weiß, die Technik kann immer Probleme aufwerfen. Und nervt mich dann ja natürlich auch schon. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch wieder so viel Polung bekommen, dass es hier losgehen kann. Ja, zu diesem Buch. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, das so zu schreiben. Aber vor einem Jahr ist Thomas, wo sitzt er denn? Da hinten ist er. Vorhin saß er noch da. Der Thomas Röttcher hat mich da vor einem Jahr gefragt, hast du nicht Interesse, dieses Buch zu schreiben? Und Interesse ja, aber ich habe gesagt, wenn ich das schreibe, was ich schreiben möchte und müsste, dann brauche ich, glaube ich, doch schon eine festere Kopfbedeckung für die Zukunft. Weil für mich ist beides, sowohl EU wie auch NATO, die haben ja mein Leben begleitet. Ich bin 74 Jahre alt und wie gesagt, mit 18 Jahren 1964 wurde ich Soldat und habe das ja alles so verfolgt. Und vielleicht noch mal kurz vorweg, meine Eltern sind Anfang April 1946 aus Schlesien vertrieben worden und da war meine Mutter mit mir im 8. Monat schwanger. Wir sind dann im Südoldenburgischen gestrandet, sage ich jetzt mal. Und ich habe bis zum 8. Lebensjahr in Baracken oder Behelfswohnungen gelebt. Und erst dann haben wir uns so ein kleines Siedlungshäuschen bauen können. Das war für mich natürlich das größte Erlebnis in meiner Kindheit. Und deswegen war mir klar, ich gehe später zum Bau, ich werde Bauingenieur. Das war unser Häuschen, ja. Und meine Lehrer, die ich hatte, die waren aus meiner Sicht damals natürlich alle schon sehr alt, die waren vielleicht Mitte 30 oder Ende 30, waren Soldaten, junge Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Und jeder von ihnen, der hat
eigentlich wenig erzählt von den Kriegserlebnissen. Sie haben gesagt, es ist so fürchterlich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr wisst gar nicht, wie wertvoll der Frieden ist. Es gibt nichts Wertvolleres. Und natürlich auch jetzt die neue Demokratie, die jetzt hier am Aufblühen ist. Also, und diese Liebe haben die uns eigentlich, oder zumindest mir, schon mitgegeben. Und ich habe das auch freudig verfolgt. Und auch als junger Soldat war ich natürlich begeistert. Ich wusste, die NATO dient dem Frieden. Und drüben da ist der böse Russe, der uns die Freiheit stehlen will und natürlich die Demokratie auch. Das habe ich natürlich auch geglaubt, das ist ja logisch, nicht? Aber irgendwann bin ich da mal kritischer geworden, aber da komme ich dann noch dazu. Bloß damit Sie einmal wissen, wie ich da aufgewachsen bin, in welchem Umfeld. Und ich denke, wenn meine, bin ich überzeugt, Lehrer, wenn die heute sehen würden, was aus dieser Republik geworden ist, die wären sehr traurig. Ich meine, ich bin es inzwischen auch, aber es ist eine andere Geschichte. So, jetzt zu diesem Buch. Ja, es spannt den Bogen, wie Sabine ja schon gesagt hat. Ich muss zurückgehen, ganz kurz. Also, es ist tatsächlich, was wir hier erleben mit EU und NATO, es ist die Wurzeln zumindest im Einigungskrieg 1870, 71, bis heute eigentlich. Und ich werde das beleuchten, in welchen Verhältnissen das alles steht mit EU und NATO. Und ich denke, die Zusammenhänge sind wirklich eindeutig. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Technik funktioniert. Jawohl, sie funktioniert. So, da sehen wir jetzt ein Bild aus Aleppo. Das ist ja noch nicht so alt, 3-4 Jahre alt. Diese zerbombte Stadt und wir sehen das übliche Bild. Zerstörte Städte, will ich nachhaltig zerstört. Wir sehen hier Menschen, die sich auf die Flucht machen. Und das ist das alte Spiel, Krieg, Zerstörung, Vertreibung, Wiederaufbau. Damit lässt sich natürlich sehr viel Geld finden und damit wird auch sehr viel Geld verdient. Und die Frage, ja, warum die Welt keinen Frieden findet, ja, das wird eigentlich jedes Schulkind schon fast beantworten können, weil es halt so böse Menschen gibt auf dieser Erde. Und das ist die Antwort auch, aber es sind nur ganz wenige. Es ist ein ganz kleiner Zirkel von Menschen, die meinen, auserwählt zu sein, die Geschicke auf dieser Welt im Namen Gottes oder wie auch immer lenken zu müssen und natürlich auch dabei natürlich ihre Macht und ihre Vermögen zu generieren. So, und ein Mann, ein Gesicht gebe ich Ihnen jetzt. Da haben Sie in der Mitte den Thomas M. Barnett. Der ist so eine Schlüsselfigur in dieser New World oder Geschichte. Er ist Professor am War College und hat um 2000 herum hat der eine Studie im Auftrag der Wall Street und des Militärs, des industriell militärischen Komplexes durchgeführt, auf was, wie man also die Geschicke dieser Welt lenken kann. Und da hat er einfach, also dann war der auch noch, vielleicht noch zur Erinnerung, er war also auch enger Zusammenarbeiter mit dem Admiral Zebrowski, der in diese gleiche Richtung gedacht hat. Also das sind so zwei Namen, jetzt einmal Thomas M. Barnett und der Admiral Zebrowski, die genau in diese Richtung denken, die sagen, Krieg und Zerstörung ist notwendig. Und dann ist da der Überbau noch der Professor Strauss, Leon Strauss, der sagt, Kriege sind zu führen, aber die müssen nicht beendet werden, sondern es müssen dauerhafte Kriege sein, es muss Chaos in die Welt gebracht werden, Chaos. Und wir kommen dann und wir machen dann daraus ein kreatives Chaos in unserem Sinne. Und da kann man auch alle Strukturen, die Sie brauchen, dann überstülpen und dergleichen mehr. Also, das ist so ein Denker und der Admiral Zebrowski natürlich auch. Und der Barnett fordert vier Flows, vier ungehinderte Ströme. Der erste Strom ist der ungehinderte Strom der Migration. Und zwar dahin, wo Sie ihn hinlenken wollen. Und zwar, Stichwort heißt Coercion, um bestimmte Regierungen zu einem bestimmten Handeln oder Unterlassen zu zwingen, mit diesen Strömen, mehr oder weniger. Da haben wir Helmut Schmidt, der hat dann 2005 gesagt, also nach Barnett, wir müssen eine weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden. Als Mittel gegen die Überalterung kommt Zuwanderung nicht in Frage. Die Zuwanderung von Menschen aus dem Osten Anatoliens oder aus Schwarzafrika löst das Problem nicht, schafft nur ein zusätzliches, dickes Problem. So, und was hätte jetzt oder was hat Thomas M. Barnett zu solchen Politikern gesagt, die derartige Äußerungen von sich gaben? Hat er ein probates Mittel? Ganz einfach. Kill them.
Kill Sam. So. Also, die anderen Flaws von ihm sind dann, dass ungehinderte Ströme des Geldes in die USA, ungehinderte Ströme der Ressourcen in die USA und ungehinderte Ströme von Darlehen und von Söldnern, die den Weltfrieden sichern sollen, also Söldner, die den Weltfrieden in die Welt hinein. Also das ist deren Weltsicht und die ist da und das dürfen wir einfach nicht außer Acht lassen. Und in der Politik, wie Roosevelt schon sagte, also Franklin Delano Roosevelt, in der Politik ist alles geplant. Er sagte das in einer Rede 1935. Die USA waren ja nach dem Schwarzen Freitag 1929 wirtschaftlich am Ende und auch politisch. Und da wollten die wieder zurück als Machtfaktor und sagt, wir kommen zurück nicht nur durch reinen Zufall, sondern weil wir es so planen und lassen Sie sich von niemandem etwas anderes sagen. Das war in Charleston 1935. Und in der Tat, wir hören ja jetzt auch wieder von der EU-Spitze, der New Green Deal, ein Green Deal, das kommt von Franklin Delano Roosevelt, 1933 sagte er, eine Wirtschaftsreform, eine soziale Reform im Sinne des New Deals, der hat aber nicht funktioniert. Und schon Ende 1934 war klar, dass der New Deal, der propagierte New Deal, ersetzt werden muss durch Kriegsplanung. Und tatsächlich Ende 1934 begannen die Rainbow-Kriegspläne der USA. Und wie Sie sehen hier, den Chef des Vereinigten Generalstabes, den General Marshall, ja, unter General Pershing, das ist der US-General, der 1917 in Frankreich gelandet ist. Also auch die Botschaft, der weiß ich immer hinter seinem Schreibtisch, die ganzen Kriegsjahre. Pershing, der in Europa gelandet ist, klar, das wollte er natürlich auch. Er wurde 1935 dann Chef des Kriegsplanungsamtes. Der hat kein West Point gesehen, der hat keine normale Kriegsausbildung, Offizierausbildung, auch keine Kommandos in dem Sinne gehabt. Er war politischer General und so hat ihn auch Roosevelt gefördert. Und ihn, obwohl gerade zum Brigadegeneral befördert, ist er an 35 mehrstehende Generälen, die also West Point-Ausbildung haben, Generalstabsausbildung haben und Tod und Teufel, Kommando im Pazifik, im Atlantik oder sonst irgendwo, an denen ist er vorbei und ist zum Chef des Vereinigten Generalstabs befördert worden. Und zwar am 1. September 1931 mit dem Angriff Deutschlands auf Polen. Und da müssen wir sagen, aha, das ist doch eigentlich schon mal eine Botschaft aus den USA, sollte man vielleicht im Hinterkopf haben. So, das ist aber schon, wie gesagt, die Neuzeit. Wir müssen bei den Planungen so weit zurückgehen. Eigentlich müssen wir noch viel weiter zurückgehen, aber für die Neuzeit sage ich mal. Die Neuzeit hier in Europa begann natürlich mit der Neugründung des Deutschen Kaiserreiches 1870-71. Mit den ganzen dazugehörigen Fehlentwicklungen auch. Und wenn Sie einmal schauen hier, das Rote hier oder das Dunkle, das ist alles das British Empire. Also hat die Masse der Welt überdeckt. Das Deutsche Kaiserreich 1870, Sie sehen, das ist vielleicht der rote Fleck etwas mehr als dieser rote Fleck hier, den ich hier habe. Und dieses Deutsche Kaiserreich war jetzt die absolute Gefahr für das Empire. Und der britische Premier Disraeli sah in der Reichsgründung vom 18. Januar 1871 ein größeres Ereignis als die französische Revolution. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und er sagte, es gibt keine einzige diplomatische Tradition, die nicht hinweggefegt worden ist. Wir haben eine neue Welt, neue Einflüsse am Werk, neue und unbekannte Größen und Gefahren, mit denen wir fertig werden müssen. Und die zurzeit, wie alles Neue, noch undurchschaubar sind. So, noch einmal wieder. Da, das kleine Deutsche Reich hier, da. So, das Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört durch dieses Deutschland. Und das Land, das am meisten darunter leidet und das die Auswirkungen dieses großen Wandels am meisten spürt, ist England. So, und jetzt ist schon klar, wie das jetzt hier weitergehen muss. Zwangsläufig. So, 1887, also das sind jetzt ja 16 Jahre später, hat der Kronprinz Edward von England, das ist also der missratene Sohn von der Queen Victoria, der Älteste,
Enfant Terrible, stand vor Gericht wegen Glücksspiels und dergleichen mehr. Und die Queen Victoria liebte Deutschland und liebte auch Österreich, weil ihr geheißgeliebter Mann, der Prinz Albert von Coburg-Sachsen, der hat natürlich sie auch die Liebe zu den deutschen Landen entdecken lassen. Und der Sohn von der Mutter ungeliebt, sage ich jetzt mal, und sie hat ihn auch als Taugenichts bezeichnet, sagt er, dem er keine Verantwortung übergeben darf. Der hat also mit gleichaltrigen jungen Männern, aufstrebenden Männern gesagt, wir brauchen eine neue Politik. Wir müssen Frankreich, das also unser Erbfeind ist, müssen wir zum Freunde gewinnen. Vielleicht lag das auch an den tollen Bordellen in Paris, ich weiß es nicht so genau. Aber ausschließen kann man ja nichts. Und Deutschland, die Freunde meiner Mutter, und Österreich, die müssen die Feinde werden. Und er schickte dann im Oktober 1887 seinen Freund, den 15. Duke of Norfolk, an den Heiligen Stuhl nach Rom. Und jetzt muss man wissen, was ich bis dahin eigentlich auch nicht wusste, dass die Dukes of Norfolk, die waren immer treu katholisch, immer papsttreu. Das war eigentlich der zweite Mann in England, immer die engsten Beziehungen zum Vatikan hatte. Also nicht zum Vatikan, zum Heiligen Stuhl hatte. Das machte sich natürlich in der Politik auch sehr praktisch, weil man auf allen Klavieren spielen konnte. Ja, das ist natürlich britische Diplomatie vom Allerfeinsten. So, und im Heiligen Stuhl hatten wir den Papst Leo den 13. Zudem hat er also den 15. Duke of Norfolk geschickt, mit der Aufgabe, einen neuen Kurs einzuleiten. Der Papst möge seine schützende Hand von den gesalbten Monarchien nehmen und sich den revolutionären Republiken öffnen, wie Frankreich beispielsweise. Ne? So, und dann hat das auch so schnell funktioniert. Schon im März 1888 wurde aus Petersburg der junge aufstrebende Diplomat Alexander Petrovich Izvolsky an den Heiligen Stuhl abkommandiert. Und da hat er die kleine Entente mit Frankreich eingeleitet. Nicht? Also voller Erfolg, absoluter Erfolg. Und Izvolsky war dann von 1896 bis 1910 russischer Außenminister und wurde dann 1917 bis also zur russischen Revolution wieder Botschafter in Frankreich. Was ja auch ungewöhnlich ist, dass ein Außenminister wieder in das zweite Glied als Botschafter tritt. Aber da sieht man die Wichtigkeit der Stellung. Der Botschafter, der russische Botschafter in Paris war wichtiger als der Außenminister in Petersburg. Ja, und Bismarck selber hatte das bereits früh erkannt. Schon im April 1888, also einen Monat nach der Izvolsky am Heiligen Stuhl war, und Kaiser Wilhelm II war noch nicht Kaiser, das war immerhin zu dem Zeitpunkt Friedrich III., der Vater von Wilhelm II. Menschlichkeit, Friede und Freiheit ist immer ihr Vorwand, wenn es nicht das Christentum sein kann. Das Interesse Englands ist es, dass das Deutsche Reich mit Russland schlecht steht. Unser Interesse, dass wir mit ihm so gut stehen, als es der Sachlage nach möglich ist. Und die Aussagen von Bismarck vom April 1888 haben heute mehr Gültigkeit denn je, meine ich mal. So, und der britische Außenminister Edward Grey sagte dann am 28. März 1914, in ein paar Wochen wird der Weltkrieg ausbrechen. Für England bedeutet er einen erwünschten Ausweg aus den inneren Schwierigkeiten. Ja, was waren denn die inneren Schwierigkeiten in England 1914? Ja, das war eine Bankenkrise, wie wir sie heute auch haben. Noch nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Also eine Bankenkrise als Weg in den Krieg, als Ausweg in den Krieg. Und natürlich auch die Probleme mit den aufmüpfigen Iren. Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. So, der Kardinal Murphy Fawley von New York war in der Woche vor Kriegsbeginn war der auf einem eucharistischen Weltkongress in Lourdes und der sagte da, der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrin und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zu alleinigen Richtschnur der Regierenden werden, Business einzig und allein. Und der
Die haben damals, wie gesagt, weg mit den Dynastien, hier im Kontinent natürlich, also Deutschland, Österreich, Russland. Die anderen Dynastien, also da, ob das jetzt in England ist oder ob den Wikingerstaaten, die sind natürlich bis heute noch da, weil die mit zum, ja, besser ins System eingebunden werden konnten. So, und ich denke auch, was damals war, der Kampf, das Kampfmotto, weg mit den Dynastien hier auf dem Kontinent, wir wollen freie Bahn haben, von diesen gleichen Kreisen aus der Schlachtruf heißt der heute, No Nations, No Border, um noch besser ausplündern zu können. So, und dann Wilson erklärt dann am 6. April 1917 Deutschland den Krieg. Und zur Erinnerung noch einmal, Ursache, man kann da ja wirklich bestimmte, viele Argumente einbringen, aber das Wichtigste, glaube ich, ist immer noch der Umstand, dass bis zu diesem Zeitpunkt, bis Anfang April 1917, Großbritannien oder die Entente insgesamt 2.100 Millionen US-Dollar als Kriegsdarlehen erhalten hat. Und das von einem Land, das neutral war. Und das Deutsche Kaiserreich hat 27 Millionen bekommen. Also, und 1916, zum Jahresende, sah es noch so aus, dass das Deutsche Kaiserreich vielleicht diesen Krieg hätte gewinnen können. Und damit hätte die Wall Street 2.100 Millionen US-Dollar abschreiben können, was zu einer Implosion geführt hätte an der Wall Street. Ging nicht. Und Sie sehen, das Geld spielt immer eine große Rolle. Ja, dann haben wir, der Erste Weltkrieg ist vorbei, senkt sich, der Vorhang senkt sich und es geht die Friedensverhandlung in Paris oder in den Vororten von Paris. Januar bis zum Juni 1919. Und da haben wir den Artikel 231. Da steht dann drin, die Alliierten und die assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die Alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff auf Deutschland und seiner Verbündeten aufgezogenen Krieges erlitten haben. Das heißt auch also, die Renten für die Kriegerwitwen in Frankreich durfte Deutschland auch zahlen, weil Deutschland ja allein schuldig war. An diesen Friedensverhandlungen, und das hat mich auch eigentlich schon, ja, was soll ich sagen, sehr verwundert, da waren junge Männer dabei. In der amerikanischen Delegation, hier Alan Dulles und hier der John Foster Dulles, habe ich leider keine jüngeren Bilder finden können, und hier der Jean Monnet, der Franzose. Und jetzt muss man beide, also er war vielleicht 29, er 31 und er auch 30, so ungefähr die Altersgruppierung. Die beiden waren die Neffen vom US-Außenminister Lansing, der hat die mitgenommen. Und beide, oder er vor allem, war die rechte Hand von dem Bernhard Baruch, manchen sagt einem ja das was, und er hat, oder sie haben auch mitformuliert an den Ausführungsbestimmungen. Und Jean Monnet ist auch faszinierend. In dem jungen Alter, muss ich mal vorstellen, 1918, 19, der war von Clemenceau, also vom Regierungschef, beauftragt worden, die gesamte Kriegsversorgung in Frankreich zu organisieren. In dem zarten Alter. Also da muss ich auch sagen, ah, hallo, der ist ja noch besser als andere, die wir so kennen. Und hat das äußerst erfolgreich gemacht. Er war damit auch, und die drei haben sich hier in Versailles kennengelernt und schätzen gelernt. Und deren Weg ging dann auch weiter. Also nach den Friedensverhandlungen hatten die natürlich erstmal Kontakte zur ganzen Welt. Nicht? Das ist klar, durch die Beziehung da in Paris. Und sie sind alle drei an die Wall Street gegangen und sich gegenseitig gefördert. Wo natürlich der erfolgreichste war John Foster Dulles. Der war bei der Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell und ist da auch zum Partner aufgestiegen. Die haben Weltgeschäfte gemacht, die haben wirklich, und sie haben ihn mit eingebunden und er war auch mit dabei, bis er dann irgendwann mal zum Geheimdienst wechselte, in diese Geheimdienstlaufbahn, was ja auch geschickt war. Also die drei haben also gewusst, was hier in der Europa und in der Welt nach diesem Ersten Weltkrieg vorgeht und wie man hier auch daher an der Wall Street hervorragende Geschäfte machen kann. So, und wie erfolgreich das Ganze ist, 1919
waren französische Truppen dann im Rheinland, in der Rheinland-Pfalz stationiert. Und wenn wir sehen, es sind immer noch amerikanische Truppen da. Und dann nach 1945, und ist auch, wir kommen noch drauf, die Hand von John Foster Dulles zu spüren, auch von seinem Bruder. Artikel 120 des Grundgesetzes, Absatz 1. Der Bund trägt die Aufwendung für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. So, und da muss, finde ich, schon ein Land schon sehr souverän sein, dass sowas in sein Grundgesetz mit aufnimmt. So, zum diesem Versailler Vertrag, und ich finde, das hat die Willi Wimmer betont, das ja auch immer wieder, er sagt, dass Versailles ist überall präsent. Heute überall. Und ich gehe sogar noch weiter und sage, nicht nur Versailles sowieso, richtig, aber die Verwerfung des Ersten Weltkriegs brechen weltweit überall wieder auf. Und es ist bisher nichts geheilt worden. Und solange wir nicht einmal genau hinschauen, ob wir jetzt auf den Balkan schauen, ob wir nach Nordafrika schauen, ob wir in den Irak schauen, egal wo wir hinschauen, in die Ukraine schauen, das sind die Probleme, die Konflikte des Ersten Weltkrieges, die nicht gelöst worden sind. Also, und diese EU... Ja, steht auf dem Fundament dieser Trümmer des Ersten Weltkrieges, die aufgebaut worden, ohne irgendetwas zu heilen. Und da meine ich, das hat keine Zukunft, wirklich keine Zukunft. Ja, aber interessant auch, was Lenin da sagte zum Versailler Vertrag. Deutschland wurde in Versailles einen Frieden aufgezwungen, aber das war ein Frieden von Wucherern und Würgern, ein Frieden von Schlechtern, denn Deutschland und Österreich wurden ausgeplündert und zerstückelt. Man nahm ihm alle Existenzmittel, ließ die Kinder hungern und des Hungers sterben. Das ist ein ungeheuerlicher Raubfrieden. So, da, das war also mal, denke ich, das sollte man einmal gehört haben. Und wenn wir jetzt heute Putin hören, Putin greift ja auch zurück auf den Ersten Weltkrieg, auch auf Versailles, Macron inzwischen übrigens auf. Und ja, da scheint was in Bewegung zu sein. Und damit Sie einmal sehen, was das für eine Bedeutung hatte. Am 6. Januar 1921 im Münchner Odeonsplatz, wie viele Menschen da auf dem Odeonsplatz gegen Versailles, gegen die Bestimmung von Versailles demonstriert haben. Also, das ist wirklich unvorstellbar. Wirklich unvorstellbar. So, und nun, muss das ja einen schnellen Sprung machen. 1923 wurde das Rheinland ja besetzt. Die Inflation schnellte hoch und im Oktober, November 1923, ich weiß es von meiner Oma noch, die hat gesagt, so viel Geld konnte sie gar nicht transportieren, wie dann Brot teurer wurde an einem Tag. Also Milliarden, ein Brot mehrere Milliarden. Also, so, und jetzt gab es dann die Währungsreform, die Menschen haben eigentlich ihr Vermögen weitestgehend verloren. Und jetzt gab es dann 1924 eine neue Mark, die fest war. Und mit dieser neuen Mark war Deutschland natürlich wieder ein interessanter Geschäftspartner für die Vereinigten Staaten. Nicht? Mit dieser neuen Mark. Und sofort wurde, von wem? John Foster Dulles. Nee? John Foster Dulles. Ja? Sofort diese Reparationszahlung umgeleitet. Wir machen das jetzt wie folgt. Die Entente, die westlichen Alliierten, zahlen an die Wall Street 2.600 Millionen, das sind Billionen, das muss man umrechnen, das ist ja britisch oder amerikanisch. Das sind 2.600 Millionen Dollar, müssen Sie an die Wall Street zahlen. Die Wall Street zahlt 2.500 Millionen an Germany, also 100 Millionen blieben da schon mal hängen. Und Deutschland zahlt dann 2.000 Millionen wieder an die Alliierten. Aber die Alliierten hatten ja die Schulden gemacht in den USA. Ne? Also, und das war aber ein tolles System. Dieses System hat funktioniert. Für alle, das war eine sogenannte, heute eine Win-Win-Situation. Weil Deutschland mit diesen 500 Millionen US-Dollar konnte eine blühende Wirtschaft aufbauen. Die Menschen haben wieder Arbeit gehabt, Zukunft gehabt, Perspektiven gehabt. Das war also schon vom John Foster Dulles, ja, clever gemacht, kann man einfach gar nicht anders sagen. Haben alle davon profitiert. Technik. Lehrer und Technik. Zwei Welten prallen aufeinander. So. Und dann schauen Sie einmal her. Und dann ging das weiter. 1929 wurde dieses Verfahren noch einmal verändert. Da wurde dann auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel gegründet. Da nahm das so richtig
dynamische Fahrt auf. Es wurden mit den Geldern dann IG Farben gegründet und die Vereinigten Stahlwerke. Also Voraussetzung für Deutschland, um Deutschland kriegsfähig zu machen. Aber das vor dem Dritten Reich schon, also schon 1929. So, und involviert in IG Farben waren wir hier, IG Farben und die American IG Farben, die waren verbandelt miteinander. Und insgesamt verbunden wie der Federal Reserve Bank, nicht, die Namen Paul M. Warburg, Walter Tiegel, die Ford Motor Company, Edsel Ford und Bosch und dann Standard Oil und Bank of Manhattan. Also die waren ganz stark hier in Deutschland involviert und haben auch Deutschland dann wirklich dann kriegsfähig mitgemacht. So, und wir haben ich springe jetzt nochmal zurück ins Jahr 1922. Da haben wir hier den Herrn Kudenhof-Kalergi, der hatte das Buch geschrieben, Praktischer Idealismus. Also fast gleichzeitig, wie Hitler Mein Kampf geschrieben hat. Und es ist eine krude Mischung, ich habe es wirklich gelesen, also es ist mir nicht leicht gefallen, muss ich ehrlich sagen, eine krude Mischung aus puritanischer Arbeitsethik und marxistischer Heilserwartung. Und er ist bis heute einer der Säulenheiligen der EU. Und jetzt lese ich ihm mal was vor. Ich habe also mir die schlimmsten Zitate verkniffen, um das mal hier deutlich zu sagen. Aber das reicht schon. Elitärer Rassismus der ganz besonderen Art. Ja? Die Edlen entstanden aus der Zuchtwahl nach den, zitiere, göttlichen Gesetzen erotischer Eugenik. Ja, was ist die erotische Eugenik? Hat sich mir so noch nicht erschlossen, aber man kann auch, sollen die Massen führen. Und ich zitiere jetzt wieder Kudenhof-Kalergi. Sind erst einmal die künstlichen Schranken gefallen, die Feudalismus und Kapitalismus zwischen den Menschen errichtet haben, dann werden automatisch den bedeutendsten Männern die schönsten Frauen zufallen. Das ist schon erwartungsvoll. Den hervorragendsten Frauen die vollendetsten Männer. Auch nicht schlecht, Sabine, nicht? Ja? Dann wird die erotische Lebensform der Minderwertigen, das bin ich und das seid ihr, nicht? Die erotische Lebensform der Minderwertigen und der Mittelmäßigen, das sind wir, freie Liebe sein. Gut, da habe ich mit 18 gedacht, so schlecht wäre das ja nun auch nicht. Der Auserwählten aber freie Ehe, nicht diese, die erotische Eugenik. So. Und jetzt geht es weiter in seinem Text. So wird der neue Zuchtadel der Zukunft nicht hervorgehen aus den künstlichen Normen menschlicher Kastenbildung, sondern aus den göttlichen Gesetzen erotischer Eugenik. Der Sozialismus, der mit der Abschaffung des Adels, mit der Nivellierung der Menschen begann, wird in der Züchtung des Adels, in der Differenzierung der Menschheit gipfeln. Und das hat er, also 1925, Seite 56 da, dieses Ding. Also, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und wenn er ist der Erste, nehme ich mal vorweg, der 1950 den Karlspreis bekommen hat. Und auf so einem Fundament steht die EU, nur mal vorweg. Gut, ja, der Zweite Weltkrieg geht auch zu Ende. Und da haben wir hier den Chefankläger Telford Taylor, der sagt, ohne IG Farben hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Und da meint er natürlich auch die IG Farben, die amerikanische Töchter von IG Farben, klar. Aber im Nürnberger Prozessen um IG Farben waren natürlich nur die Deutschen, diejenigen aus der Vorstandsriege mit deutschem Pass, die mit amerikanischem Pass waren natürlich nicht auf der Anklagebank. Und nun ging es darum, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, das so zu ordnen, wie sich bestimmte Denker das schon seit vor dem Ersten Weltkrieg gedacht haben. Und kein geringerer als Churchill, wir sehen ihn hier, das ist am 15. April 1947 in der Albert Hall in London, vor dem riesigen Porträt von Abraham Lincoln. Da frage ich mich auch, was hat das für eine Bedeutung? Aber wir sehen gleich. Und ich zitiere ihn, wir geben uns natürlich nicht der Täuschung hin, dass die Vereinigten Staaten von Europa die letzte und vollständige Lösung aller Probleme der internationalen Beziehungen darstelle. Die Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung ist das Endziel, wenn nicht eine wirksame Weltsuperregierung errichtet
und rasch handlungsfähig werden kann, bleiben die Aussichten auf Frieden und menschlichen Fortschritt düster und zweifelhaft. Und ich denke, es ist genau das Gegenteil. So, naja. Doch wollen wir uns keiner Illusion hingeben. Ohne ein vereinigtes Europas keine sichere Aufsicht auf eine Weltregierung. Die Vereinigung Europas ist der unverzichtbare erste Schritt zur Verwirklichung dieses Ziels. So, nun geht das hier weiter. Wir sind noch im Jahr 1947 und da sehen wir jetzt hier der neue amerikanische Präsident Truman, der also nach dem 12. April 1945 da Roosevelt nachgerückt ist, begrüßt hier den Generalstabschef, hier unseren General Marshall, ordensbehängt. So, und die haben folgendes in trockene Tücher geklopft. Am 15. Mai 1947 die Truman-Doktrin, das heißt die Eindämmung der Sowjetunion. Die Eindämmung, die absolute Eindämmung mit allen Mitteln. So, dann am 6. Juni, keine vier Wochen später, der Marshallplan, das heißt also der Aufbau Westeuropas. Es wird hier verkauft als European Rescue Plan, also ein europäischer Rettungsplan. Nein, wenn ein General, der nur Krieg geplant hat in seinem Leben, sowas ausruft, dann weiß er, aha, er plant einen Krieg in Europa und dazu muss der rückwärtige Raum kriegsbereit sein. Er muss produzieren können, er muss die Front versorgen können. Also, das ist in erster Linie, so sehe ich das als Soldat. Am 26. Juli 1947 wurde der National Security Act verabschiedet. Und dieser Act hat es möglich, also alle Interventionen, die die USA seit 1947 gemacht haben, haben als Grundlage diesen Act. Also diese drei Daten stehen in einem Zusammenhang, die kann man nicht losgelöst sehen. Aber in unseren Geschichtsbüchern wird ja nur der Marshallplan herausgepickt und die anderen werden weggelassen. Und damit wird klar, was für Ziele damit verbunden sind. Die sind sowas von eindeutig. So, dann gab es den, also der Marshallplan, was kaum jemand weiß, ist eigentlich, wir sehen, Westdeutschland hat 1,4 Milliarden bekommen und die Hälfte davon in Telegrafenstangen oder ähnlichen Naturalien. Aber England hat sehr viel bekommen, Frankreich hat sehr viel bekommen und Sie glauben es ja kaum, Jugoslawien. Jugoslawien hat seit 1950 Gelder vom Marshallplan bekommen, bis 1990, als man den Jugos das abrupt gestrichen hat, mit dem Ziel, Jugoslawien zu spalten. Also das ist eine Geschichte für sich, aber das hängt damit zusammen, das waren dann etwas über 2 Milliarden US-Dollar, die hat Jugoslawien gebraucht für seine Industrie, um Rohstoffe zu kaufen. Und die haben sie von einem Tag auf den anderen mit einem Nachtragshaushalt gekappt und dann da in den Republiken den Gerücht ausgestreut, also das Geld gibt es nicht mehr, die jugoslawische Wirtschaft ist damit am Ende. Aber wenn sich beispielsweise Slowenien selbstständig macht oder auch Kroatien, dann könnten die das Geld kriegen. Ja, und dann hat Slowenien zu den Waffen gegriffen als erstes Land. Also, das dazu. Dann haben wir hier 1948 im Sommer wird das amerikanische Komitee für ein vereinigtes Europa gegründet. Also dieses vereinigte Europa wurde nicht hier in Europa gegründet, sondern es wurde in den USA gegründet. Und zwar wieder haben wir unseren bekannten Namen Allen Dulles, William Donovan, das ist der Mann, der hier sitzt, General natürlich auch, Chef des Vorgängers des CIA, Geheimdienstchef beispielsweise. Dann haben wir den Count Richard Coudenhove-Kalergi, den wir ja schon kennengelernt haben, und Winston Churchill, den wir auch schon kennengelernt haben. Ansonsten waren keine Europäer anwesend bei diesem amerikanischen Komitee für ein vereinigtes Europa. Dann am 4. April, zwei Jahre später, 1949, jetzt kommt wieder, 1948 war relativ harmlos, 1949 ging es dann wieder schlagartig los. Zunächst einmal die Gründung der NATO im April. Im Bündnisvertrag wird die Einsicht verlangt, dass wirtschaftlicher Wiederaufbau, haben Sie es, Marshallplan? Da steht es ja drin. Ja? Da braucht man nur schreiben, wirtschaftlicher Wiederaufbau dank Marshallplan, das hat man aber weggelassen, und wirtschaftliche Stabilität, das ist der Marshallplan. Die Absicht des Marshallplans, ja. Wichtige Elemente der Sicherheit sind, ja, na klar. So, und am 5. Mai, wir sehen wieder vier Wochen später, wird der Europarat gegründet, und zwar auf Betreiben des American Committee for Foreign United Europe. So, dieser Europarat hat mit der EU, mit Europa eigentlich gar nichts zu tun.
So, heißt nur so ähnlich. Ist institutionell nicht verbunden mit der EU, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat und dem Rat der EU. Das ist ganz was anderes. Also in diesem Europarat ist auch Russland, vorher die Sowjetunion, Russland ist da drin. Ich glaube, jetzt ist aber suspendiert mit den Sanktionen. Könnte suspendiert sein. Und nicht aufgenommen soweit oder das verwiesen wurde Lukaschenko, also Belarus, Weißrussland. Weißrussland ist auch nicht mehr drin. Aber sonst, wie gesagt, es sind europäische Länder, aber wieder auf Betreiben aus den USA. 19. Dezember 1949, am 19. Dezember 1949, also gutes halbes Jahr nach Gründung der NATO, wurde von den USA der Kriegsplan Dropshot aktiviert mit der Maßgabe, die massive atomare Vernichtung Sowjetrusslands, und zwar im Jahr 1957. Ziel war es, mit den Maßnahmen, hier Marshallplan, Wiederaufbau NATO, die NATO natürlich erstmal aufwachsen zu lassen und natürlich auch die Bundeswehr, die ja 55 in die NATO eingetreten ist, dass sie 1957 mit 12 Divisionen dabei sein konnte. Also deswegen hat man diesen Kriegsplan, da steht in der Präambel drin, im 1957 ist uns von den von der Sowjetunion oder einer ihrer Satelliten ein Krieg aufgedrängt worden. Kam nicht dazu, weil dann 57 der Sputnik oben war. Das ist aber eine andere Geschichte. So, und dann 1950, wieder wie gesagt, ein halbes Jahr nach Dropshot, wurde dann der Vorschlag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl von Robert Schuman verlesen. Und das ist die Geburtsstunde der EU. Wird auch heute gefeiert am 9. Mai. Bloß, ob das jetzt ein Grund zum Feiern ist, weiß ich so auch nicht, wenn man mal dahinter schaut. So, der Koch der Schuman-Deklaration war Dean Exon, so der Chef des Stabes von Schuman, von Robert Schuman. So, und das war der amerikanische Außenminister. Der hat das geschrieben und der hat das dem Schuman nur in die Hand gedrückt zum Vorlesen. Und Exon war in Paris bei der Verlesung anwesend. Er war anwesend. So, und ein paar Tage später erschien dann in der Daily Mirror, oder? Daily Mirror, ich glaube nur 3 Tage später, diese Karikatur. Das sehen Sie hier, da kommt Schuman, nicht Frankreich, mit der Adenauer, mit der deutschen Braut, schön geschmückt, festlich, zum Schmied, der hat den Amboss, und hier ist der amerikanische Außenminister, der diese Ehe zwischen den beiden schmiedet. So, und das bringt das auch auf den Punkt. Diese Montanunion war von den USA so gewollt und das steht ja auch in der Entwicklung durch das European Komitee. So, und dann 18. Mai 1950, wir sehen, das war der 9., wieder 9 Tage später, Schlag auf Schlag, wird der erste Karlspreis an Kudenhof Kalergi vergehen. Gut, und dann 2008 erhält ihn der Angela Merkel und sie sagt, es ist eine Verpflichtung, die sich seit der ersten Preisverleihung, also Kudenhof Kalergi, zwar gewandelt, die aber nichts an Aktualität verloren hat. Also wir stehen immer noch auf dem Fundament von Kudenhof Kalergi. Und nun zum Karl dem Großen. Karl dem Großen hat ja viele Verehrer. Gut, der kann sich die Verehrer ja auch nicht aussuchen, sage ich jetzt mal. Also da haben wir an erster Stelle Napoleon und dann natürlich auch Adolf Hitler. Und die viele NSDAP-Gewaltigen haben in Karl dem Großen nur den Sachsen schlechter gesehen und wollten ihn nicht verehren. Und dann hat natürlich der Ideologe von Adolf Hitler, der hat dann 1934 in Verden an der Aller, wo die Sachsen hingerichtet worden sind, hat er also gesagt, vor allem betont, Kaiser Karl hat das Deutsche Reich gegründet, und zwar nicht in der Absicht, es dem römischen Stuhl auszuliefern, also das Heilige Römische Reich dann später. Er ist also für mich niemals der Sachsenschlechter, sondern ein mächtiger politischer Streiter gewesen. So, also, und das war dann auch dann die Maßgabe da im Dritten Reich. Und Adolf Hitler hat dann ja auch, wie gesagt, die französische SS-Division Charlemagne hier aufgestellt. Er hat den 1943 Teller aus Sèvres Porzellan mit Bilder Karl dem Großen und sein und so weiter und so weiter. Ein Mordshype um Karl dem Großen von den Nationalsozialisten. Und dann wird das sofort kopiert. Also ein paar Jahre später, 5 Jahre später, geht das weiter, nahtlos. Am 28. Mai 1949 haben wir dann die Gründung der Bundesrepublik Deutschland.
was dann natürlich zwangsläufig zur Teilung führt, zur Teilung des Landes und der Stadt. Und wir wissen ja, die DDR ist dann am 14. Oktober 1949 ins Leben gerufen worden, also deutlich später. Und denn wir hatten ja im Jahr vorher schon 1948 die Währungsreform einseitig im Westen durchgeführt. Der Osten konnte sich dann, die Russen wurden von den Amerikanern hingehalten und haben gesagt, ja, wir machen eine gemeinsame Währungsreform, wir können sich nur über die Münzorte nicht einigen, weil Dresden, von vier Münzorten wäre Dresden auch ein Münzort gewesen, der in der sowjetisch besetzten Zone gelegen hätte. Und das wollte der Westen nicht. Also sie haben sich immer hingehalten und dann überraschend das durchgezogen. Und sie haben dann reagiert ein paar Tage später, gesagt, wenn das auf Berlin ausgedehnt wird, dann wird die Stadt geteilt. Und dann hat das Konsequenzen. Dann haben die natürlich die Stadt gesperrt, dann kam die Luftbrücke, wie wir uns erinnern. Und da sie überrascht waren von dieser neuen westlichen Währung, gab es dann in der DDR das alte Geld aber überklebt, überstempelt. Das nannte man dann die Tapetenmark, weil die hatten keine andere Währung vorbereitet. Also das dazu, zu dieser Entwicklung. Alles auf Kosten der Menschen. Nach unten. So, achso, hier habe ich jetzt nochmal, der ist mir nach hinten weitergerutscht. Das ist dieser Kriegsplan Dropshot aus dem Jahr 1949. Sie sehen, 19. Dezember 1949. Grundannahme, das steht in der Präambel, am oder um den 1. Januar 1957 ist den Vereinigten Staaten durch einen Aggressionsakt der UdSSR oder ihre Satelliten ein Krieg aufgezwungen worden. Und das war dann ja Makulatur. Und Sie sehen hier, mit dieser NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik wäre das eingetreten, was wir uns ja seit 1871 eigentlich nie wieder vorstellen konnten, dass nach der deutschen Reichseinigung Deutsche aus den verschiedenen Ländern wieder sich gegenseitig umbringen müssen wie 1866. Na, das ist doch endgültig vorbei. Nein, 1955 wäre das wieder Realität geworden. Wirklich Realität geworden. Gar nicht dran zu denken. So, und mit Aufstellen der deutschen Truppen, da wurde das so gehandhabt, viele von Ihnen werden es ja vielleicht wissen, dass wir hier die weißen Flecken, das sind die Streifen oder die Gefechtsstreifen der deutschen Korps, des 1., 2. und 3. Korps. Und Sie sehen, die deutschen Korps sind eingebunden in alliierte Korps, damit die nicht immer schön getrennt, immer schön getrennt. Ich denke, die Alliierten hatten Angst vor 1812, wo in Taurocken Zar Alexander mit dem deutschen General Jörg von Wartenburg und umgekehrt der Jörg von Wartenburg hat gesagt, der König von Preußen, das ist nicht der Souverän, der Souverän ist das Volk. Und das Volk kämpft gegen Frankreich, das Volk kämpft gegen Napoleon. Also muss ich mein Korps den Russen unterstellen, was er gemacht hat. Und er hat das auch begründet, jetzt kann er nicht anders und wenn der Krieg vorbei ist, kann der König seinen Kopf haben, wenn es sein muss und so weiter. Und dann kam ja daraus, wurden die Befreiungskriege und dann hat sich dann viele Jahre später der preußische König an die Spitze der preußischen Freischärler gestellt. So, also das einmal dazu, das war so geplant. Also ich denke, nicht so sehr. Und die Verstärkung der Truppen dann hier in Deutschland, das wurde regelmäßig geübt, ich kann mich noch erinnern, über Big Lift. Da wurden aus den USA Truppen der Nationalgarde hier nach Deutschland geflogen ins Manöver. 100.000. Und das Aufkommen der Bundeswehr war so, dass insgesamt in Kriegsstärke die Bundeswehr eigentlich nicht mehr als 1,25 Millionen Mann haben sollte. Aber dafür natürlich Mordsaufkommen durch Big Lift, Amerikaner, die also meiner Ansicht nach bei weitem nicht so ausgebildet waren wie Bundeswehrreservisten. Aber eine andere Geschichte. Das war Politik. Und für mich als Soldat, das macht eigentlich alles politisch vielleicht ja, aber militärisch macht das wenig Sinn. So, und als man, da man sich ja nicht sicher war, konventionell das Gefechtsfeld zu beherrschen, hat man natürlich die Planung dahingehend gemacht. In der ersten Phase zwischen Weser und Weichsel hauptsächlich konventionell zu kämpfen. In der nächsten Phase nuklear, mit nukleartaktischen Waffen. Also das sind nukleartaktische Waffen, sind Atombomben, die damals kein sowjetisches Territorium
hätten treffen dürfen. Umgekehrt hätte die Sowjetunion nicht amerikanisches Territorium treffen dürfen. Das war also die dritte Stufe, die eigentlich im Prinzip ausgeklammert war. Und hier haben wir, und 1965, das hat niemand gewusst in der Bundesrepublik, auch die Generäle, die durften das gar nicht sehen, was hier geplant war. Das war nur für britische oder American Eyes und nicht für Deutsche. So, und dann kam das heraus vom Spiegel im Januar 1965, Atomminen an der Zonengrenze. Das ist natürlich grober Unfug. Also diese Atommunition, die wurde nicht wie im Zweiten Weltkrieg in einen Minensperrverband verlegt, das ist natürlich Schwachsinn, sondern nur ganz gezielt an irgendwelchen Punkten da, und zwar nach der Gefechtslage auch, mehr oder weniger. Also, und das waren dann teilweise so Rucksackbomben, auch die auch mit Fallschirmjäger abgesprungen werden konnten, von 10 bis 1000 Tonnen TNT, also Vergleich zu Sprengstoff. Und so, was haben wir hier? Wir haben hier nur mal zum Vergleich, das ist eine 420 TNT-Äquivalentbombe, also 0,42 TNT, die in Hiroshima und Nagasaki hatten so ungefähr 12 Kilotonnen. Und Sie sehen, diese von 0,42, also das wäre mit diesen ADM-Zügen gewesen, wo ich hätte auch einführen müssen, die hätten da vor Ort zur Explosion gebracht werden müssen. Und jetzt sehen Sie einmal hier, das hätte einen Durchmesser gehabt, wer kann es lesen hier? 33,5 Meter. Tiefe. Und der Krater 65 Meter. So, und jetzt schauen Sie an, hängt natürlich von der Bodenart ab, aber das ist eine ganz kleine Mini-Bombe, eine Mini-Atombombe. Und da sehen Sie hier ein Fahrzeug und so ein Krater. Der Krater ist natürlich schon schlimm genug, aber das, was da hinausgeworfen wird, also 65, also 30 Meter Durchmesser R Quadrat, das sind 30 mal 30 sind 900. Und das wäre ein Drittel als Kegel ist. 900 sind 300 und 300 mal 30 sind wieder 10.000, oder? Sind wir bei 10.000 Kubikmeter. 10.000 Kubikmeter und in Ihrer Vorstellungskraft, das wiegt also 2 Kilo pro oder 2 Tonnen pro Kubikmeter, da brauchen wir 20.000 LKW mit A 10 Tonnen. Mit A 10 Kubikmetern. Die fliegen da in die Luft, die sind in die Luft geflogen und regnen dann Neutronenaktivität verseucht wieder zurück und unvorstellbar. Also wie man solche Planung machen kann. Und das ist hier nur die unterste Planung. Ganz unten oben haben die ja noch ganz andere Planungen gemacht, in viel größerer Dimension. Also bis hin zum Megatonnenbereich. Also ich habe das nicht verstehen können. Und ich habe da, als ich das gesehen habe damals, ich habe es nicht glauben können, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis heute kann ich es eigentlich nicht glauben. Und dann sehen Sie einmal hier, 1973, das ist für mich auch das Schlüsseljahr, weil ich da als Mobilmachungsplaner, gerade vom Studium mit 26, 27 Jahren, da im Kämmerlein saß, den General Defense Plan im Panzerschrank hatte und dann Pläne für einen Kriegsfall machen musste. Da hatte die NATO hier an die 7000 Atomsprengköpfe. 7000. So, und die nukleare Planungsgruppe hat 1973 festgelegt zwischen Weser und Weichsel 2200 Atomzielpunkte. 2200. Und ich habe aus dem Jahr 73, weil mich das ja einfach so bewegt, habe ich die Vorschrift HDV 100-100 Truppenführung, habe ich dabei. Und da lese ich Ihnen mal die Ziffer 3033 vor von 1973. Sind Atomsprengkörper freigegeben, so bestimmt ihre Wirkung maßgebend den Verlauf des Angriffs. Die Bewegung gepanzerter Kampftruppen können dann schneller und weitläufiger verlaufen als sonst. Zunächst sind diejenigen Ziele zu bestimmen, die mit Atomsprengkörpern vernichtet werden sollen, um den feindlichen Widerstand vor allem an seiner stärksten Stelle schnell zu brechen und den Kampftruppen das rasche Eindringen in den Feind zu ermöglichen. 1973. Also Sie sehen, das war, wir haben zwar im Wohlstand gelebt, wir haben hier nach den wilden 68er Jahren, wir haben ja gemeint, wir leben hier in einer Friedenswolke, also die meisten meiner Mitmenschen. Und ich bin abends heimgegangen und habe gesagt, nein, das ist ja ganz anders. Das kann ja jeden Tag in die Luft fliegen. Nicht? Und das war ja auch geplant, wie auch immer. Und nein, ich habe also, da diese Jugendjahre habe ich ganz anders verlebt. Ja? Immer mit diesem Ding im Hinterkopf. Und vielleicht für heute vorweg, die nukleare Planungsgruppe wurde 1991
aufgelöst und ist jetzt nach der Ukraine-Krise 2015 wieder eingesetzt worden. Und ich kann nur ahnen, was sie wieder planen. So, die NATO, das hat ja Nadine Ganzer hervorragend herausgearbeitet, hat ja auch Geheimarmeen aufgestellt. Und diese Geheimarmeen, unter anderem, davon wissen wir es eigentlich nur, weil es hier einen offiziellen Prozess gegeben hat, in dem das offengelegt wurde, ist also belegt, dass am 2. August 1980 der Terroranschlag auf Bologna mit 85 Toten von der NATO ausgeführt worden ist, also von einer Untergrundorganisation der NATO. Und das ist einfach ungeheuerlich, meiner Ansicht nach. So, und am 12. Dezember 1979 gab es den Doppelbeschluss, Aufstellung der Pershing 2 und der Cruise Missiles. Das war der eine Seite des Beschlusses. Und die andere Seite des Beschlusses waren bilaterale Verhandlungen der Supermächte über die Begrenzung ihrer atomaren Mittelstreckenraketen. Und zwar nach Verlangen der USA ohne die Mittelstreckenraketen von Frankreich und von Großbritannien. Und die Sowjetunion hat gesagt, nein, wir können darüber, ja, wir können verhandeln, aber mit den Raketen aus Frankreich und aus Großbritannien, weil die uns bedrohen. Und deswegen kam es nicht zu diesem Doppelbeschluss, weil da keine Einigung erzielt wurde oder auch erzielt werden sollte, meiner Ansicht nach. So, und das sah dann so aus, wenn ich das Ihnen hier zeigen darf. Sie haben hier wieder den Bereich der Bundesrepublik Benelux-Staaten, nicht? Das ist der Bereich hier. Und dann die andere Seite hier, die Zonengrenze, wäre die DDR, CSSR und die Volksrepublik Polen gewesen. Und die USA außen davor und hier außen davor und die UdSSR außen davor. Und Sie sehen hier haben wir die Pershing 2 und hier haben wir die SS-20. Die Diskussion, die bei uns geführt wurde, war natürlich meiner Ansicht nach sehr oberflächlich, weil die gesagt haben, die Pershing 2 ist ja ganz harmlos. Die fliegt ja nur 500, 600 Kilometer weiter. Aber die SS-20, die fliegt 4.500 Kilometer. Das ist eine gefährliche Waffe. Die kann ja fast alles bedrohen. Die fliegt ja sogar hin bis an die Küste von Alaska. Und jetzt, ich habe das ganz anders gesehen, weil ich gesagt habe, diese Pershing 2, die Pershing 1 flog bis an die Westbezirke Russlands oder der Sowjetunion. Konnte also russisches Territorium nicht erreichen. Aber die Pershing 2, die konnte jetzt bis nach Moskau fliegen und dort alle um Moskau herum verbunkerten Kommandosysteme enthaupten. Und das hat der Reagan auch gesagt. Wir machen einen Enthauptungsschlag da mit dem. Die Vorwarnzeit jetzt für die russischen Raketenabwehrtruppen war mit Pershing 2 auf 6 Minuten gesunken. Eigentlich kaum noch zu reagieren. Ne? Ja, schwach. Also, so. Und die SS-20, ja, die Vorgänger, wir kommen da gleich drauf, die SS-20 war aus meiner Sicht eine fantastische, soweit man, nein, das ist nicht, dass ich es missverstehe, doch für die Zivilbevölkerung ein großartiger Gewinn, weil die Vorgänger, die SS-4 und die SS-5, die flogen zwar auch um die 2000 Kilometer oder 2500, aber weil die so treffungenau waren, so Kilometer Streuweite, eigentlich kein Problem, den musste man also Megaton draufpacken, damit die auch ein Ziel zerstören können, was man zerstören wollte. So, und damit war natürlich die Zivilbevölkerung absolut in Mitleidenschaft gezogen, vor allem in diesem dicht besiedelten Europa. Und mit dieser Pershing 2, die traf jetzt auf 30 Meter genau. Da konnte man also die Kaliber deutlich verkleinern, weil man gezielt treffen konnte. Und da habe ich mir gedacht, also im Hinblick auf die Zivilbevölkerung ist das zumindest ein Fortschritt. Obwohl natürlich auch Wahnsinn, gar keine Frage. So, und Sie sehen jetzt hier einmal, das waren die Raketen, die SS-4 und die SS-5, die Vorgänger. Da hat sich niemand drüber aufgeregt, niemand. Aber jetzt mit der SS-20, das waren die Radien der SS-20, Sie sehen, sie haben die USA hier oben nur da treffen können, aber sonst eigentlich auch nicht. Also an dem strategischen Spiel der Großmächte hatte sich hier eigentlich wenig verändert, eigentlich gar nichts verändert. So, und dann habe ich mit Freude gelesen, dass sich einige Generäle oder auch Marschälle der NATO sich gegen diese Nachrüstung aufgesprochen haben. Und diese Argumente auch geführt haben und sagen, das ist verantwortungslos, was hier gemacht wird. Aber all diese, wir sehen sogar 2 Generäle aus Deutschland, der Bastian und der Vollmer und sonst aus dem ganzen NATO-Bereich, sind die aufgetreten und haben davor gewarnt. Ja, hat aber nicht geholfen.
So, und dann hat der Reagan das ja weiter vorgetrieben und sagt, die Strategie des Krieges der Sterne von 1980 bis 1989, also, und damit wurde jetzt die Sowjetunion endgültig zu Tode gerüstet. Und das Rest kennen Sie ja, die Sowjetunion und der Warschauer Pakt und die Warschauer Vertragsorganisation lösten sich auf. Und nun hatte ich natürlich gehofft, aus meinem Wissen um diese Kriegsplanung nach dem Fall der Mauer, jetzt könnte eine Epoche des Friedens eintreten. Die gesamte Planung, die wir hier hatten, ist jetzt Makulatur. Jetzt kommt die Zeit des Friedens. Jetzt können wir die Friedensdividende einfahren. Hatte ich Felix, so naiv war ich, habe ich gehofft. Und ich habe damals, lehnen Sie mal, dass Ramsey Clark, ehemaliger Justizminister der USA, der hat also da geschrieben, das größte Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg ist die amerikanische Außenpolitik. Und er schrieb dann 1991, und ich habe es damals nicht glauben wollen, schrieb er, ich warne die Europäer davor zu glauben, dass die USA im Rahmen der neuen Weltordnung Skrupel haben würden, auch in Europa militärisch zu intervenieren. Die USA würden eine europäische nukleare und wirtschaftliche Großmacht nicht lange dulden. Und das gilt bis heute. Sollte man nicht vergessen. Und Ramsey Clark lebt immer noch. Der gehört ja zu diesen drei zornigen alten Männern, die ich sehr verehre, muss ich schon sagen. Das ist für mich das andere Amerika. Das ist Ron Paul und Paul Craig Roberts. Und dann ging es ja auch dann los. Wir sehen, es wurde ja gleich früh gezündelt. Vielleicht jetzt nochmal zu dem vermutlich neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Der hat schon 1992, Grenze 91, 92, hat er schon den Kongress aufgefordert, Serbien mit Krieg zu überziehen. Joe Biden, 1992, muss ich mir vorstellen. Gut, der kam dann ja erst 99, aber immerhin, er vorneweg mit den amerikanischen Leuten, die hier das Kriegsgeheul anstimmen. Und mit dieser NATO-Strategie von 1999, also mit dem Angriff auf Restjugoslawien oder auch Serbien, da wurde also die neue Strategie MC-400-2 eingeführt. Und damit ist es den USA gelungen, die Interventionsrolle der Allianz auf Dauer zu verankern. Sie mandatieren sich selbst. Das heißt, absolutes Faustrecht in der Welt. Und zwar mit der NATO. Das Bündnis behält sich obendrein das Recht vor, das Recht, im Ausnahmefall bei zwingender Notwendigkeit und auf der Basis eines Konsensbeschlusses, da sieht man, wie so ein Konsensbeschluss aussieht, da wird einfach angeordnet, ne, oder unter Druck gesetzt, der Bündnispartner auch ohne explizites Mandat des Sicherheitsrates der Vereinigten Nationen militärisch zu intervenieren. Und das machen sie, sagt er, das ist neues Völkerrecht. Als dann mit 9-11, das überspringen wir jetzt mal, das würde den Abend ohnehin füllen, kurz vor seiner Amtsübergabe hatte George W. Bush am 9. Januar 2009, also 11 Tage vorher, eine National Security Presidential Directive, da 66, verabschiedet. Und die ist überschrieben, also, und die hat Gesetzesrang. Wenn ein Präsident sowas macht, hat das Gesetzesrang. So, die USA haben große und fundamentale nationale Sicherheitsinteressen in der Arktis. Und darin steht, Aufbau einer souveränen US-Seepräsenz in der Arktis. Und er schreibt auch, die USA sind eine arktische Nation. Sie haben ja gesehen, also wie viel von der Arktis insgesamt da die USA berühren. Aber das Gesetz ist da und hatte Folgen. Schon 4 Wochen später in Brüssel, Sie sehen, NATO-Besprechung, und da heißt es, the new strategic battleground, the Pentagon and NATO in the Arctic. Das war keine 4 Wochen später hat die NATO reagiert auf dieses Papier von dem scheidenden Präsidenten. Sofort. Dann im Sommer das erste Großmanöver der NATO, und zwar im neutralen Schweden hin zur Grenze nach Lappland, an der Grenze zu Russland. Das große Manöver Norrbotten im Sommer schon. Ich meine, das muss ja vorbereitet werden. Das macht ja nicht so. Nicht so della Prazzo. So, und zur Wahl 2012
Das ist eine Karikatur, die ich da gefunden habe in den USA, die mir aber einfach immer wieder gefällt. Da ist Hillary Clinton, wir sehen, na, nicht, ich gebe also unsere Truppen und ich lasse unsere Truppen im Irak und anschließend gehen wir in den Iran. Ne? Und Obama, was? Den Iran attackieren, das ist doch verrückt. Und dann hinter Obama steht der inzwischen verstorbene Zbigniew Brzezinski, der gibt ihm diese Rakete in die Hand. Ne? Obama übernimmt sie und liest dann, ha, we have to attack Russia. So, und da steckt ein Körnchen Wahrheit dran. Da steckt ein Körnchen Wahrheit dran. Also finde ich das einfach so großartig. So, und nun am 29. September 2020, also vor 5-6 Wochen, hat hier dieser Herr, der so zackig grüßt, der Herr Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn. Da hat er also gesagt, die anspruchsvollste Aufgabe der Bundeswehr. Und er sagt also, Akteure mit globalen Interessen wie Russland und China stören den internationalen Frieden. Und die anspruchsvollste Aufgabe der Bundeswehr ist, das Baltikum zu Lande, zu Luft, zu Wasser zu schützen. Vor diesen Großmächten, die den Weltfrieden stören. Man hat sich vielleicht ein bisschen übernommen, aber Wunschdenken, gut, ne, kann man ja haben. Kann man ja haben. Und er hat da gesagt, geschrieben in diesem Artikel, das hat mich ja schon sehr stutzig gemacht, er hat also geschrieben, wir sind jetzt nicht mehr Frontstaat wie im Kalten Krieg, wir sind jetzt rückwärtige Drehscheibe des kommenden Krieges. Und diese rückwärtige Drehscheibe muss auch mit nuklearen Angriffen rechnen. Also denke ich, es hat sich nichts verändert. Es hat sich nicht verändert. Und da frage ich mich, ich habe immer geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Er eigentlich auch, nicht? Das müssen wir. Da frage ich, wie geht er mit seinem Eid eigentlich um? Ne? Habe ich so meine Zweifel. Alle anderen auch. Ja, ja, Sie haben recht, ja. So, und an der Stelle möchte ich Ihnen doch nochmal das Zitat von Thomas Mann nahebringen, weil die Situation, denke ich schon, jetzt auch nach dieser Wahl deutlich fragiler wird. Und Thomas Mann, der also die USA kannte aus seiner Zeit im Exil, hat also zurückgekommen ist 1953 einen Aufruf an die Europäer verfasst, der leider zu wenig bekannt ist. Und Thomas Mann hat also da geschrieben, Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es den Kampf um die Weltherrschaft gilt. Und dass wir so viele Politiker oder auch Beamte haben in den verschiedensten Funktionen, die das noch mit unterstützen, das ist mir, da habe ich Probleme, das zu verstehen, gebe ich zu. So, und jetzt zurück zu Anfang der Europäischen Union. Jetzt haben wir den militärischen Teil. So, wir hatten 1950, der 9. Mai mit Robert Schuman. Und dann 1957 werden dann die römischen Verträge unterzeichnet da. Und zwar im Hohl, im Kapitol, im Senatorenpalast. So, und da sehen wir hier, da hier an Konrad Adenauer. Und hier ist ein gewisser Herr Walter Hallstein. Ist leider auch zu wenig bekannt. Dieser Walter Hallstein, das war 1957. Der war 12 Jahre zuvor noch einer der einflussreichsten NSDAP-Funktionäre. Und da sehen wir das im Saal des Konservatorenpalastes auf dem Kapitolplatz in Rom. Da werden also diese europäischen Verträge unterschrieben, genannt die römischen Verträge. Und jetzt schauen Sie einmal, das ist dieser Saal und das war jetzt bei der Verfassung, wurde das erhört. Auch die europäische Verfassung wurde hier ratifiziert, hier in diesem Saal. Und hier sehen Sie eine überlebensgroße Statue von Papst Innozenz. Und der Papst Innozenz ist der Papst, der also den Westfälischen Frieden nicht anerkannt hat. Der sagt, die Reformation geht weiter bis zum Sieg. Das ist natürlich auch eine ideale Plattform, um hier die europäische Einigung auszurufen. So, und
diese Verfassung, die da hier unterzeichnet wurde. Also vielleicht, bevor ich weitermache, muss ich doch nochmal zurück zu Hallstein. Muss ich doch, das ist doch zu wichtig. Der Walter Hallstein war Mitglied des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Richter und Rechtswahrer. Im Juni 1938 nahm Hallstein in den Verhandlungen zwischen NS-Deutschland und dem faschistischen Italien mit dem Ziel teil, die Ideologien der beiden Länder als Grundlage für das zukünftige Europa zu etablieren. War auch in Rom, 1938. Ne? So. Im Januar 1939 erklärte Hallstein Europas rechtliche Struktur unter der Führung von Deutschlands und der IG Farben. Unter IG Farben, wohlgemerkt. Ne? 1945 verneinte Hallstein jegliche Verbindung mit den Nazis. So, nach dem Krieg wurde Hallstein zu einem der führenden Architekten der Europäischen Union. 1950 schon wird Hallstein Berater des Kanzlers Adenauer. 1957 gehört er zu den 12 Unterzeichnern des Vertrages von Rom. Er hat selbst bei der Ausgestaltung des Inhaltes mitgewirkt. 1958 wurde er der erste Vorsitzende des EWG Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Diese Position hielt er bis 1967 inne. So. Nicht in dieser Zeit befähigte er nicht demokratisch gewählte Funktionäre und gestaltete die EU nach Plänen, die er eigentlich 20 Jahre früher für Europa unter der Nazi-Führung vorgesehen hatte. Also das ist wirklich auch ein ganz bedenklicher Schritt, finde ich. Und das ist einfach zu wenig bekannt. So, und nun jetzt zu der Verfassung. Die Verfassung, die war ja, weiß ich, wer von Ihnen hat diese Verfassung gelesen? Ja, genau, ich auch. Ich habe, das war ja so ein dickes Ding. Das war, wie viele Seiten? 300 Seiten oder so. Nicht zu verstehen, ein Wust von Verwaltungsvorschriften eigentlich. Ne? Also mit einer Verfassung hat das eigentlich wenig zu tun gehabt. Ich habe mir nur die militärischen Teile gelesen, die sowas in sich, sowas von widersprüchlich waren. Viele in Protokollen, in Anhängen und dergleichen mehr. Ein absolutes Durcheinander. Aber vielleicht nochmal vorweg, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Da haben wir also, das war die alte Fassung von 2003 und dann die geänderte, endgültige Form. Also da steht da drin, die Verfassung, die wir haben, heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist. Und zwar ein Zitat von Thukydides, also Antike, also das wäre doch, ne? In der neuen Form, ne, hieß es dann, Seine Majestät, der König der Belgier, der Präsident der Tschechischen Republik, Ihre Majestät, die Königin der Vereinigten Könige und so weiter und so weiter. Und sonst nichts. Und dann haben wir da drin als nächstes, in dem Bewusstsein, dass der Kontinent Europa ein Träger der Zivilisation ist und dass seine Bewohner, die ihn seit Urzeiten in immer neuen Schüben besiedelt haben, im Laufe der Jahrhunderte die Werte entwickelt haben, die den Humanismus begründen. Gleichheit der Menschen, Freiheit, Geltung der Vernunft, schöpfend aus den kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen Europas, deren Werte in seinem Erbe weiter lebendig sind und die zentrale Stellung des Menschen und die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit seiner Rechte sowie den Vorrang des Rechts in der Gesellschaft verankert haben. Und was wurde daraus? Das wurde gestrichen. Und in der endgültigen Verfassung hieß es dann nur noch, schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben. Tradition und Geschichte Europas komplett gestrichen. So, das war dann die Verfassung, die zur Disposition stand. Und wie Sie ja wissen, wurde ja von Frankreich und Niederlanden nicht unterzeichnet. Und dann hatte man natürlich auch sofort, also es wurde... Also vielleicht noch mal was. Hier, ich habe hier noch den Artikel 42 EU. Das war vorher, also in der endgültigen Fassung, in der Entwurfsverfassung war es der Artikel 17, werden die Militäreinsätze verharmlosen als Mission außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen aufgeführt. Also, Sie wissen schon, dass seit 1999 die NATO-Strategie eine ganz andere war. Hatte damit gar nichts mehr zu tun. Also reine Makulatur. So, und diese Missionen werden seit 1994 zum Einstieg in den Krieg missbraucht. Also, der gleiche Inhalt, aber die haben dann nur in der
Ja, die Verfassung nochmal. Zunächst der Entwurf, dann die endgültige, die nicht ratifiziert wurde. Und dann haben die Folgendes gesagt, wir legen diese Verfassung der europäischen Bevölkerung nicht mehr vor. Ja. Wir machen daraus den Vertrag von Lissabon. Und in diesem Vertrag von Lissabon ist über 90% das Gleiche drin, was in der Verfassung ist, nur ein bisschen. Also das Gleiche. Also wie man hier mit dem Wählervotum umgeht in der EU, das ist ja mehr als erschreckend. Das ist ja wirklich mehr als erschreckend. Also das vielleicht nur dazu. So. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Da war sie noch nicht Bundeskanzlerin, da war sie noch die Vorsitzende der CDU. Und da hat sie gesagt, also da war zum 60. Jahrestag 2005 der CDU, sagte sie, denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Dass jetzt nach 15 Jahren die Ewigkeit schon vorbei ist, das überrascht mich natürlich doch schon ein bisschen, aber gut. Dann sprach sie im 3. März schon als Kanzlerin 2010 bei der Vorstellung des Allenbachers Jabus der Demoskopie, die inzwischen gängige politische Praxis, gegen den Widerstand der Bürger Entscheidungen zu fällen und diese im Nachhinein mit der entsprechenden Propaganda als alternativlos hinzustellen. Ich zitiere Sie aus dieser Rede. Wir können im Rückblick auf die Geschichte der Bundesrepublik sagen, dass all die großen Entscheidungen keine demoskopische Mehrheit hatten, als sie gefällt wurden. Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, die Wiederbewaffnung, die auf ganz starken Widerstand gestoßen ist, verständlich, die Ostverträge, der NATO-Doppelbeschluss, das Festhalten an der Einheit, die Einführung des Euro und auch die zunehmende Übernahme und Verantwortung durch die Bundeswehr in der Welt. Durch die Bundeswehr in der Welt. Sieht unser Grundgesetz überhaupt nicht vor. So, das wird gegen den Willen der Bevölkerung durchgezogen und sie hat das voller Stolz hier in Allensbach zum Besten gegeben. Nicht fast alle diese Entscheidungen sind gegen die Mehrheit der Deutschen erfolgt. Erst jetzt im Nachhinein hat sich in vielen Fällen die Haltung der Deutschen verändert. Ja, dank der entsprechenden Berieselung und Propaganda. Nicht? Ich finde es auch vernünftig, dass sich die Bevölkerung, das ist wirklich dreist, das Ergebnis einer Maßnahme erst einmal anschaut. Das Ergebnis einer Maßnahme erst einmal anschaut und sich dann ein Urteil darüber bildet. Also da kann es aber manchmal vielleicht schon zu spät sein, denke ich, wenn wir uns das jetzt mal alles anschauen, oder? Na? Wenn wir eingesperrt sind, dann wird es schwierig, da wieder rauszukommen, denke ich mal. Ne? Ich glaube, das ist Ausdruck des Primats der Politik. Und an dem sollte auch festgehalten werden. Wie bitte? Also das Primat der Politik, das gilt gegenüber dem Militär. Nicht das, das Militär muss sich der Politik unterordnen. Also, nein, es ist wirklich dreist. Ja. Es geht eigentlich nur mit Humor, ich denke. Und davon brauchen wir, glaube ich, künftig immer mehr. Und jetzt hier haben wir einmal nur ein Bild. Das sind die Bundeswehreinsätze zur Zeit, wo die Bundeswehr in der Welt im Einsatz ist. Also, und wie gesagt, das Grundgesetz sieht diese Einsätze einfach nicht vor. Und ich denke, dass wir auf der Welt ja helfen können. Wir können Ärzte unter Grenzen schicken. Wir können das technische Hilfswerk schicken. Wir können so viel machen. Aber wir müssen da kein Militär hinschicken. Weil das Militär, wenn da ein Militär ist, wenn da Leute, uniformierte Leute sind mit einem langen Gewehr, dann weckt das in diesen Ländern irgendwelche Emotionen, die nicht immer gut sind, meiner Ansicht nach. Also, das kann nicht die Lösung sein, dass wir Militär in die Welt schicken. Da weckt bei mir hier aber genau das scheiß Emotionen. Bitte? Da weckt bei mir hier die gleichen scheiß Emotionen, wenn die über die Straße laufen. Ja, natürlich, gar keine Frage. So, und jetzt sehen wir einmal, das war unter Hallstein im NS-Deutschland 1942-43, da sah das so aus. Und jetzt haben wir dieses Europa der EU, das sieht so aus. Also die Konturen sind sehr ähnlich. Ob es vielversprechend ist, ist eine andere Geschichte. Glaube ich eher weniger. So, und was bedeutet der Brexit? Ja. Am 24. Juni 2016 schrieb der amerikanische ehemalige stellvertretende Finanzminister Paul Craig Roberts,
seiner Plattform. Hoffentlich ein Auseinanderbrechen von EU und NATO und damit die Vermeidung eines Dritten Weltkrieges. Die EU und die NATO sind böse Institutionen. Und deswegen auch, was ich hier habe, also ich habe diese Aussage von ihm wirklich als Aufhänger für das Buch gemacht und habe versucht, diese Aussage abzuklopfen. Und ich muss feststellen, er hat in jedem Punkt recht. Es ist sogar noch schlimmer. So. Diese beiden Institutionen sind Mechanismen, die von Washington geschaffen wurden, um die Souveränität der europäischen Völker zu zerstören. Diese beiden Institutionen geben Washington die Kontrolle über die westliche Welt und dienen sowohl als Deckung als auch als Ermöglicher der Aggression Washingtons. Ohne die EU und die NATO könnte Washington in Europa und das Vereinigte Königreich nicht in einen Konflikt mit Russland zwingen. Und Washington hätte in 15 Jahren nicht 7 muslimische Länder zerstören können, wie eingangs im Bild. Ohne als verhasste kriegsverbrecherische Regierung isoliert zu werden, von der kein Mitglied ins Ausland hätte reisen können, ohne verhaftet oder vor Gericht gestellt zu werden. Und das ist schon von einem ehemaligen hochrangigen US-Politiker schon eine klare Ansage, denke ich mal. Zumindest sollte man mal drüber sprechen können, finde ich. So, jetzt geht es weiter, ja, mit dem Coronavirus, der natürlich auch für diese Politik jetzt mit instrumentalisiert wird, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken. Ne? Also, wir haben also, ich habe das sogar da, habe ich das hier, damit Sie mir das auch glauben, da fehlen mir die Doppelseiten, das ist das Papier von dieser Rockefeller Foundation, da ist es, schauen Sie, schon hat sich gelöst. Das ist diese Studie von der Rockefeller Foundation 2010 im Mai. So, und da steht auf Seite 18 unter Lockstep, da steht also, Ziel, das ist diese Überschrift gleich direkt darunter, Ziel ist es also eine Welt mit strengerer Kontrolle durch die Regierung von oben nach unten und einer autoritären Führung mit begrenzter Innovation und wachsendem Zurückdrängen der Bürger zu schaffen. 2010. Ne? Also da kommt man doch ins Grübeln, finde ich mal. Oder? So, und jetzt 2011, ein Jahr später. Macht die EU 2006 geschrieben. Nein, das hab ich geschrieben, ja. Das hat aber die EU gemacht, das ist eine Graphic Novel, also ein Comic, 2011 für 86.000 Euro und zwar an die Mitarbeiter oder die Eliten da in Brüssel verteilt. So, und da steht da drin in dieser Graphic Novel, dass in Peking, also auf Seite 3, 2006 ein Virus ausgebrochen ist. Also in Peking ist der ausgebrochen. So, und dieser Virus über die Flugzeuge natürlich verbreitet in der ganzen Welt. So, und da steht also auf Seite 3, weil die Wissenschaftler hier an Krankheitserregern arbeiten, gegen die es derzeit keine Impfstoffe gibt, wie zum Beispiel Ebola, Marburg, Lassa und so weiter. Also die haben das noch nicht Covid-19 genannt, sondern haben gesagt, aha, da gibt es ein Virus, wird da, für den es noch keine Mittel gibt. So, und dann haben wir, auf der Seite 44 ist das, glaube ich, Sie sehen, da sitzt die Riege der EU. Ne? Ja, das ist ja der US-Außenbetragte und so weiter, Parlaments, der Ratspräsident und der Außenbeauftragte und wie auch immer. Und da steht, und hier oben sehen Sie Videoschaltung ins Weiße Haus und Video in die UN. Und da steht also drin, in dem Text hier, den Sie hier da haben, da sagt die Außenbeauftragte der EU, weltweit dann, vor aller Welt, die Verluste wurden auf weniger als 1 Million Menschenleben begrenzt und die Ausbreitung des Virus, jetzt B1049, konnte in nur 6 Wochen gestoppt werden, nachdem das freiwillige pharmazeutische Notfallkonsortium im großen Maßstab die Phase der Serum- und Impfstoffproduktion eingeleitet hat. Also 2011, und dann frage ich mich, aha, kommt mir alles doch irgendwie spanisch vor, sagen wir mal so. Vorsicht. 2006. Ja, nein, das kommt, die Graphic Novel kam 2011, wurde die verteilt. Und die haben da drin geschrieben, 2006 ist das passiert. Als Geschichte. Ja.
Und das in Brüssel verteilt mit dem Geld. So, jetzt geht's weiter. Die EU zielstrebig das Ganze mit flankierenden Maßnahmen. 2016 hat die EU eine strategische Kommunikation auf den Weg gebracht. Und da heißt es also, eine strategische Kommission, um hier der Propaganda Dritter entgegenzuwirken. Nicht? Da. Nicht? Die anderen machen ja nur Propaganda und sie stellen ja nur richtig. So. Also ganz gezielt vorbereitet, und sie brauchen das ja auch und sie arbeiten damit ja auch. Wir sehen dann diese demokratische EU, die Wahl im letzten Jahr, da stand also ein Timmermans und ein Peter Weber oder Manfred Weber standen zur Wahl. Und dann wurde jemand, der Spitzenposten vergeben, der gar nicht sich hat wählen lassen wollen. Der wurde aus dem Hut gezaubert. Und dann muss ich mal fragen, was bedeutet das für über 400 Millionen Bürger, die hier gewählt haben, oder vielleicht haben wir nur 300 gewählt. Aber das ist doch unvorstellbar, wie einfach hier mit dem Wählervotum umgegangen wird. So, also, das war so gewollt und das passt auch, denke ich. In die kommende Situation, da brauchen wir. So, dann haben wir, dann im September haben wir von Bill Gates einen Impfgipfel. Vorher muss ich noch sagen, im März 2019 hat die EU einen Fahrplan für einen EU-Pass und für einen, der zugleich auch Impfpass ist, bis ins Jahr 2021 vorgestellt. Also ganz gezielt. Und zwar auch mit diesen üblichen Leuten wie Bill Gates und Gavi und wie sie alle heißen. Also ganz gezielt vorbereitet. So, und dieser Herr hat dann am 2019 hat der dieses Event 201 Corona dazu eingeladen, und zwar, wie Sie sehen, mit der Johns Hopkins University, World Economic Forum und Bill und Melinda Gates. So, die haben dazu zu diesem Event eingerufen. Und an diesem Planspiel nahm unter der Leitung von Tom Inglesby, Direktor des Center for Health Security, Vertreter folgender Akteure teil. Einmal natürlich an erster Stelle die Gates Stiftung, dann die Weltbank. Dann die Pharmakonzerne Johnson & Johnson und die US Medical Group Henry Schein. Die Hotelkette Marriott, der Logistikkonzern UPS, Lufthansa Group Airlines, US Public Relations Agentur Edelmann, dann Medienkonzern NBC Universal Media, zentrale US Gesundheitsbehörde CDC und ein Ex-Direktor der CIA und Ex-US-Sicherheitsberater. Also, dann frage ich mich, nicht? Was diese Zusammensetzung soll, und diese Zusammensetzung macht mich natürlich stutzig, wenn ich sehe, da wird eine Pandemie, ein Planspiel über eine Pandemie abgehalten, es sind da keine ausgewiesenen Fachleute dabei, sondern Pharmakonzerne, Logistikunternehmer, PR-Agenturen, Medienkonzerne, CIA-Leute und dergleichen, und aus diesem medizinischen Bereich so gut wie niemand. Dann bin ich doch eigentlich schon, sprachlos, kann ich eigentlich nicht anders sagen, und vermute da andere Absichten, weil das ist halt eigentlich, also. Ne? So, dann haben wir dann im Dezember 2019 für alles das, was da kommt, das richtige Trio in Brüssel. Wir haben hier eine von der Leyen, die sich ja als Verteidigungsministerin ja also schon mal sehr hervorgetan hat. Wir haben hier eine Frau Lagarde, die also als EZB-Chefin, die also mit Banken gar nichts zu tun hat in ihrem Leben. Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber was sie hat, also ich sage, die ist für die transatlantischen Eliten ist die natürlich Gold wert, weil sie war engste Mitarbeiterin von Zbigniew Brzezinski bei strategischen Studien, so vor 25 Jahren. Also ganz weit. Dann hat sie die Transformation Polens vorbereitet in die NATO. Da kann man nur sagen, dass sie da sehr erfolgreich agiert hat. Und dann war sie beim IWF. Und das Buch ist auch vom Ernst Wolf, er lesen Sie, Chronik eines Raubzuges. Und dann haben wir hier noch diesen Herrn Borrell, der eigentlich etwas weniger, aber alle drei zusammen sind natürlich ausgewiesene Transatlantiker. Und da können sich diese transatlantischen Zirkel voll auf die verlassen. Und von ihr kommt ja Mitte Dezember dann auch gleich der Green Deal. Nicht, also an Anlehnung von Franklin Delano Roosevelt.
Und da habe ich es genauso wie der Marshallplan nur eine Vorbereitung für einen kommenden Krieg war. Wenn ich heute Marshallplan höre, dann schüttelt es mich eigentlich. Ich sage, Leute, begreift ja nicht, was Marshallplan bedeutet letztendlich. Und der New Deal letztendlich auch führte ebenfalls in den Krieg. Also das ist keine friedensstiftende Maßnahme, wenn man das einfach nur nachplappert. So, und jetzt haben wir hier gleich vom Februar, wir sehen, wie hier die von Wuhan aus das Virus sich da über diese Welt verbreitet hatte. Und hier wurde ja zu diesem Zeitpunkt am 3. Februar in Deutschland eigentlich noch gar nichts gemacht. Wir haben gesagt, wir sind ein freies Land, wir müssen Leute, die zu uns einreisen aus China oder Wuhan, die müssen nicht untersucht werden, weil wir natürlich ein freies Land sind. Und all diejenigen, die da nach Maßnahmen rufen, das sind ja Verschwörungstheoretiker. Ich erinnere mich noch genau an der Sendung vom 30. Januar von Christoph Süß, quer in Bayern. Der hat das sowas von lächerlich gemacht, unglaublich. Also, und da muss man sich auch nicht wundern, dass viele Menschen im Land das gesehen haben und dann nur abgeschwächt bis zum 24. März, wo dann das Robert-Koch-Institut die Anweisung herausgegeben hat, keine Obduktion. Also nein, also das Umgehen mit dieser Krankheit oder mit diesem Virus, es ist unverschämt. So. Und dann hat das Bundesinnenministerium im Anfang April folgende Weisung herausgegeben: Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen konkrete Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Sie ist prozentual unerheblich. Eine Anweisung vom Bundesinnenministerium. So, und dann habe ich jetzt nochmal die Zahlen der 17. Kalenderwoche genommen. Da gab es 357.000 Tests, 5% davon waren positiv und das war am Tag 2.500. So, und jetzt in der 38, wo man ständig steigend, da waren es dann 1,1 Millionen Tests, 1.800 am Tag, wo man sagte, wir haben fast die gleiche Zahl wie im April, da waren es aber, wenn man jetzt prozentual umrechnet, nur 1,2%. Also, wie hier mit Zahlen operiert wird. Also man kann, wenn man alle drei Zahlen gemeinsam genannt hätte, wäre das ja was gewesen. Aber ich denke, um hier eine aussagekräftige Darstellung zu machen, der Gefährlichkeit, der Situation, müsste man sagen, wie viel von Covid-19-Patienten liegen im Krankenhaus und wie viel liegen auf der Intensivstation. Also diese Zahlen müssten kommuniziert werden. Dann wie viel sind tatsächlich dran gestorben? Vielleicht auch noch. So, und danke, aber diese Panikmache von Anfang an, ich sage, so kann man mit mündigen Bürgern nicht umgehen. Man muss sie in die Verantwortung nehmen und sagen, so, das ist gefährlich, ihr müsst vorsichtig sein, ja, aber wie gesagt, in welchem Rahmen entscheidet jeder selbst. Der mehr Angst hat, muss halt sich mehr einpacken, wie auch immer, und die anderen vielleicht weniger. Aber das so pauschal zu machen, halte ich für einfach nicht hilfreich. Es ist einfach nicht hilfreich. Und wenn dann es dann losgeht, ich erlebe es in der Nachbarschaft auch, die Denunziation. Da haben wir einen Sechsjährigen. Nicht? Da sind bei uns hier Bartes Bruder und die Schwägerin vorbeigeradelt. Wir standen gut Abstand, so vielleicht einen Meter. Und da ruft der Sechsjährige, plärt darüber vom anderen Grundstück, das sind aber keine 2 Meter. Und da muss ich sagen, oder? Ein anderer Nachbar von uns ist 89 Jahre alt. Der wird jetzt am 3. Januar 90. Der lebt allein in einem großen Haus. Im ersten Stock oben. Küche brutzelt sich da selber. Aber die Gaststätten sind zu. Seine Freunde, sie können sich nicht mehr am Stammtisch treffen und so weiter. Er ist alleine. Und jetzt holen wir ihn zu uns. Durch den Gartenzaun von ihm rüber. So, das ist kaum jemand sieht, so ungefähr. Da sind die anderen Nachbarn. Die sind auch schon um die 60. Eigentlich bodenständige Leute. Und ich schaue mich an. Ja, was machst du denn da? Das ist aber verantwortungslos. Der könnte ja Corona kriegen. Und dann sage ich, Lorenz, beim Glas Rotwein. Du sagst, weißt du, dass wir uns verantwortungslos verhalten? Ja, wir könnten dir Corona, könntest du durch uns Corona bekommen? Dann sagt er, also bevor ich jetzt an Vereinsamung verrückt werde und sterbe, da sterbe ich doch lieber an Corona und so weiter. Nein, das ist verständlich menschenunwürdig, was hier abläuft, meine ich, also mit dem Verhalten untereinander. Dass wir da umgehen müssen, verantwortungsvoll, ist doch gar keine Frage. Und Leute, die sagen, Corona kann anders gehandelt werden, die Maßnahmen,
die Maßnahmen halten wir für falsch. So, dass die dann als Corona-Leugner bezeichnet werden, das ist ja mehr als eine Frechheit. Also nicht über die Maßnahmen selber können wir uns doch wirklich trefflich streiten. Und ich muss sagen, an der gesamten Corona-Geschichte, was mir sowas von missfällt, wir haben hier einen Herrn Drosten, der die wissenschaftliche Kompetenz ist. Er alleine. Dann haben wir einen Herrn Lauterbach, der hat 2010 approbiert, aber noch nie im Krankenbett gestanden, ist SPD-Politiker. Und dann haben wir einen Tierarzt, einen Tiermediziner, der Vorsitzende vom Robert-Koch-Institut ist. Das sind die drei Säulenheiligen in der ganzen Pandemie. Und allen anderen, ob das der Bhakti ist oder wie sie alle heißen, die werden nicht gehört, die werden diffamiert, die werden, nein, es ist unerträglich. Ich meine, keiner von allen weiß genau, was das Virus macht. Es weiß eigentlich keiner genau. So, dass man in dieser Situation alle besten Wissenschaftler an einen Tisch holt. So, und diese besten Wissenschaftler einmal in der Woche gemeinsam ein Kommuniqué herausgeben müssen. Das wäre es doch was, finde ich mal. Aber nicht nur die drei Leute, die den Regierungssegen haben, halte ich für in der Situation für völlig falsch. Und wenn die Grundrechte eingeschränkt werden, ohne dass das Parlament auch nur annähernd involviert ist, sondern dass die Kanzlerin sich mit den 16 Ministerpräsidenten, Präsidentinnen trifft und sie das einfach am Telefon ausmachen, halte ich einfach für verantwortungslos. In dieser Situation, meine ich einmal. Und verfassungswidrig sowieso, ja. Also da sind wir ja schon bei Zuständen, die wirklich einfach schlimm sind. Und wenn ich jetzt dieses Infektionsgesetz sehe, mit den gesamten Einschränkungen, die da möglich sind. Ja schon, aber trotzdem, es geht ja auch wieder wird so durchgehen wie 33, denke ich mal. Nicht? Alle heben die Arme. Ja, ne? So, also das dazu. Jetzt mal gucken, was haben wir denn da noch? Achso, jetzt haben wir dann noch, das wollte ich noch ansprechen, da wurden da mit Gates, doch Sie erinnern sich da, wann war das, im Mai, Juni, da wurden dann eine weltweite Geberkonferenz abgehalten, hier mit Schaltung auch in die EU und dergleichen mehr. Und unsere Kanzlerin, also wie gesagt, und mit Bill Gates und alle waren da involviert. Genau, das war am 4. Mai 2020. Und da wurde auf dieser Geberkonferenz 7,4 Milliarden Euro gesammelt fürs Impfen. So, und die Situation, die wir dann 2015 hatten, als der UN-Flüchtlingskommissar Peter Sutherland die Unterstützung der syrischen Flüchtlinge von $30 auf $12 gesenkt hat. Da hat es keine Geberkonferenz gegeben. Da hat es keine gegeben. Und wenn man mal kurz ausrechnet, das waren $18 Unterschied pro Person und Kopf. 18, das sind im Jahr nochmal 12 Monate. Das sind 250 pro Person. Und wenn wir dann nochmal 1 Million Menschen nehmen, die da in Lagern waren, da und zwar in Jordanien und Umgebung, dann sind das 250 Millionen. Also, und hier werden, das sind 7.400 Millionen für ein Impfverfahren, was noch keiner kennt, ob es überhaupt soweit funktionieren kann. Und wir wissen auch, wo dieses Geld hinfließt. Aber für diese betroffenen Menschen, und ich habe dann Ende September 2015 den Kilian Kleinschmidt kennengelernt, so ein kleiner, stämmiger Bayer, 50 Jahre alt, und der hat da an der Grenze zu Jordanien hat der ein syrisches Flüchtlingslager geführt. 100.000 Menschen in dem Lager, 100.000. Und er sagt, wir haben Krankenhäuser gehabt, wir haben Universitätsbetrieb, wir haben alles gemacht. Aber mit dieser Einschränkung auf $12 ging das nicht mehr. Wir konnten sie nicht mehr verpflegen. So, und das hat er auch dem Minister Gabriel gesagt, der da im Mai zu Besuch war. Es hat niemand interessiert. Es hat niemand interessiert. Und da meine ich, und da wird hier von Humanität gesprochen. Wie verlogen ist denn das Ganze? Musste ich mal loswerden. So, und jetzt haben wir Geld für Propaganda, ist natürlich genug da. Und wir sehen hier die kreative Public Relations Firma Friends, Scholz and Friends, macht da eine, kriegt 22 Millionen Euro, um flankierend, wie gesagt, das Netz abzugrasen, um unfreundliche Berichterstattung zu Corona zu eliminieren oder dagegen zu arbeiten. Und sie haben dann diese Kampagne gemacht, hier, ja, wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Auch unser Sänger, da war es auch der Lindenberg. Wir bleiben zu Hause. Ich denke, das wäre doch mal ein Zeichen für die Bundeswehr. Wir bleiben zu Hause.
So, und jetzt zu den Black Lives Matters. Sie sehen, nachdem der George Floyd da so brutal umgekommen ist durch den Polizeieinsatz. Bitte? Das ganze Video an. Ja, ja, ich bin da nochmal vorsichtig, nicht? Ja, ja. So, und dann muss ich sagen, also 2013 sind die gegründet worden, weil der Polizist Zimmermann hat einen Marvin Martin, glaube ich, erschossen auch. Und dann haben die sich gegründet und ist seit 2013 so gewachsen. Und wenn wir einmal schauen, wie wir dann weltweit Demonstrationen, weltweit, das muss ja orchestriert werden, das kostet ja Geld, diese weltweiten Organisationen in diesem Umfang zu machen. Und hier allein in Deutschland, in Berlin, Hamburg und so weiter, Plakate wurden gedruckt und so weiter und so weiter. Da frage ich mich, was für eine Organisation steht denn dahinter? So, und dann in Wien, schauen Sie sich das einmal in Wien an. Da hatten die Polizeiautos standen unter, die hatten dann laufender Text, Black Lives Matters und so weiter. Der Bundespräsident Van der Bellen vorne an der Spitze auch noch. Da brauchten die keine Abstände, die brauchten keinen Mundschutz. Da wurde nicht drauf geachtet. Das wurde so geduldet und ich habe mich doch mal gefragt, was ist da los eigentlich? Und dann kam ich drauf, 2013 war es wieder die Rockefeller Foundation mit einer Dachorganisation Arabella, die das auch mit verteilt und macht und so weiter, hin, die das mit auf den Weg gebracht haben. Also da sind wir wieder bei den alten, greisen, weißen Männern, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Soros Society, Open Society Foundation. So, und dann, wie gesagt, als Robert Kennedy in Berlin waren, und wenn wir uns das einmal anschauen, so gut wie keine Berichterstattung in unseren Medien. Was für eine Schande. Was für eine Schande. So, und nun nochmal zu einem Mythos. Diese vier Bronzefiguren stehen in Frankreich, wir sehen vor ihnen Europa, das ganze Europa, das ist natürlich hier, das geht da bis... Ganz weit, ja. Es ist ja, die EU ist ja Europa, nicht? Also Europa, das ist ja die EU. Und da sehen wir hier, da haben wir Alcide De Gasperi, das ist der italienische Außenminister, der ist mir eigentlich bei meinen ganzen Recherchen eigentlich nicht so aufgefallen. Dann haben wir Robert Schuman, klar, der den Text verlesen hat. Dann haben wir Jean Monnet, ja, der ganz wichtig ist, gar keine Frage. Und Konrad Adenauer. So, die Amerikaner, die das mit auf den Weg gebracht haben, da ist niemand dabei. Ja. So, was haben wir noch? Aha. So, und jetzt nochmal, um meine These zu untermauern, habe ich hier einmal den französischen Präsidentschaftskandidaten Duvier, der sagte, die Gründerväter Europas waren in der Hand der Amerikaner. Mach das jetzt mal. Dann haben wir hier den Evans Pritchett, das, die Europäische Union war ein CIA-Projekt. Nicht? So. Ja. Dann haben wir, den kennen viele von Ihnen bestimmt auch, den Ryle McGovern, der ehemalige Geheimdienstmann von den USA. Der NATO, EU und USA sind in Wirklichkeit das Imperium. Ja, auch da. Also wir sehen, wir finden genug, wenn wir da einmal ein bisschen graben. Jenseits unserer Medien finden wir genug. Und hier haben wir wieder Paul Craig Roberts, mit dem ich angefangen habe, mit dem ich auch wieder enden möchte, der da sagte, die EU und der Euro waren Täuschung und Gaunerei. Länder verloren ihre Souveränität. So viel zu westlicher Selbstbestimmung, Freiheit, Demokratie. Alle Schlagworte ohne Inhalt. Im gesamten Westen gibt es nichts außer der Ausplünderung der Menschen durch das 1%, das die Regierung kontrolliert. Und glaube ich, mehr muss man nicht sagen. Kommt noch was? Aha. Also, jetzt muss ich noch einem großen Europäer huldigen, nämlich Charles de Gaulle, den ich immer schon verehrt habe, der dann ja 1966 die NATO aus Frankreich verwiesen hat, nicht aus Fontainebleau. Und wenn wir uns vorstellen, der Chef Europa Mitte, der Streitkräfte Europa Mitte, war der Oberbefehlshaber, war 1957 kein geringerer als der General Speidel. Ein Wehrmachtsgeneral, der schon 1944 noch in Frankreich, in Paris, als Stabschef gearbeitet hat. Nur mal als kleine Anmerkung auch. Ne? Fragt man, wie sowas möglich ist. So, und De Gaulle hat ja diese EU von Anfang an nicht gemocht, er hat ihr misstraut. Und das aufgrund seiner Erfahrung in der Exilregierung in London.
was er da so alles miterlebt hat, wie hier mit den kleineren Nationen umgesprungen wurde. Also ein wirkliches tiefes Misstrauen gegen die angelsächsische Politik. Und er hat ja immer gesagt, Europa ja, aber das Europa der Vaterländer, alle. Das Europa der Vaterländer, aber kein sozialistisches Unwesen. So, und dieser Mann, der wirklich Zeit seines Lebens wirklich ein aufrechter Europäer war, den finden wir in der Liste der Karlspreisträger vergeblich. Der hat keinen bekommen. Und deswegen habe ich ihn hier zum Schluss. Und er wollte ja sein Gold zurück. Nixon den Goldstandard auflösen. Ja, stimmt ja auch noch. Ja. Das war dann die Sache dafür. Ja, genau. So, und nun startet unser Weltwirtschaftsforum den Great Reset. Unter Zuhilfenahme von Prinz Charles, damit er auch das grüne Feigenblatt darstellt. Und jetzt, das geht ja jetzt dann ab Januar dann los, diese Gruppe der Finanzmächtigen, die die Welt in diese Situation, wie wir sie heute haben, gebracht haben in den letzten 40, 50 Jahren, die wollen jetzt mit einem Great Reset die Welt retten? Da habe ich doch starke Zweifel. Das ist doch der Plan. Das ist der Plan, ja. So, und was ich hier habe ich so eine Grafik gemacht, können Sie sagen, das soll ein Tempel sein, ne? Hier unten ein Fundament für diesen Tempel, das ist der zweite 30-jährige Krieg, also Churchill hat ihn so genannt, de Gaulle hat ihn so genannt, dieser zweite 30-jährige Krieg. 1947, nochmal zur Wiederholung, das sind die Daten, die wir hier haben, das war also der Churchill in der Albert Hall, die Truman-Doktrin, Marshall-Plan, Nationale Security Act. 1949 dann Gründung der NATO, Gründung des Europarates, Gründung der Bundesrepublik, Kriegsplan Dropshot. Und am 9. Mai 50 dann die Montanunion und dann geht es weiter hier EU-NATO, das ist der Ausspruch da von Paul Craig Roberts. Und dann, wir werden eine Weltregierung haben, ob sie wollen oder nicht, entweder durch Unterwerfung oder durch Übereinkunft. Das war James Paul Warburg. Und dann wieder am 11.09.1990, der Vater von George W. Bush sagte, toward the New World Order. Also ich denke, darauf läuft das alles hinaus, wenn ich das alles so weit interpretiere. Aber wie das aussieht, mit Sicherheit nicht in unserem Sinne, weil ich Meinung bin, dass Immanuel Kant, was er da zum ewigen Frieden geschrieben hat, 1791, dass das auf ewig Bestand haben wird. Er sagt nämlich, Rechtsstaatlichkeit wird es nur unter souveränen Staaten geben, nicht durch einen Einheitsstaat. So, also ich dachte, dass ich diese Geduld hatte. Jetzt sind wir hier, mein Gott, 2 Stunden bald, oder? Also ein tausend Dank, ein herzliches Dankeschön für so viel Geduld. Applaus